So, dann kommen wir jetzt zur Berechnung des Abflusses über ein Wehr. Wehre sind ganz typische Bauwerke, die man ja im Wasserbau, aber auch in der Siedlungswasserwirtschaft, beispielsweise in Regenrückhaltebecken und ähnlichem, sehr häufig vorfindet. Also Konstruktionen, die von Wasser überströmt werden. Wir haben jetzt hier ein Wehr gegeben, wo auch alle Werte tatsächlich gegeben sind. Der Wehrbeiwert mit μ von 0,68 ist gegeben. Das Wehr hat eine Breite von 10 Metern, das gilt zu beachten. Und in diesem Fall ist auch der Abfluss gegeben, also der Abfluss, der hier Q als 12 Kubikmeter pro Sekunde über dieses Wehr drüber fließt. Was jetzt berechnet werden soll, ist die Überfallhöhe HÜ. Dieser Wert und bitte noch einmal ganz genau darauf achten, was hier die Überfallhöhe genau ist. Die Überfallhöhe HÜ, wie auch in der Vorlesung gesagt, ist definiert als Differenz zwischen der Wehrhöhe, der Wehrkrone und dem unbeeinflussten Wasserspiegel. Das ist dieser hier. Es geht also bei der Überfallhöhe HÜ, ich mache es mal mit der anderen Farbe, ganz bewusst nicht beispielsweise um diese Höhe, also der Wasserstand direkt über die Wehrkrone. Kleine Randnotiz, das ist in der Regel der Grenzwasserstand, aber das ist nicht die Überfallhöhe, wie sie in der Formel berücksichtigt wird. Da bitte genau drauf achten. So, wieder zurück auf Rot. Wir haben dann gelernt, auch durch die Herleitung in der Formel, dass die Wehrformel gegeben ist, auch benannt als Polleni-Formel, aus 2 Drittel mal μ mal b mal Wurzel 2g mal HÜ hoch 3 halbe. Das ist die entsprechende Formel. In dieser Aufgabe ist jetzt gefragt nach HÜ, also wir müssen diese Formel jetzt einmal umformen nach HÜ. Das sieht dann folgendermaßen aus. Nach HÜ aufgelöst ergibt sich hier, können wir schon mal Klammer aufmachen, 3 halbe und dann im Zähler Q, im Nenner μ mal b mal Wurzel aus 2g und das Ganze dann hoch 2 Drittel. Das ist die Formel einmal nach HÜ umgestellt und ja, jetzt muss man die gegebenen Werte in der Aufgabenstellung nur noch einsetzen. Aus Platzgründen schreibe ich die Werte jetzt einfach mal kurz hier neben dran. Wir hatten also Q, das waren die 12 Meter, die wir einsetzen. μ, die 0,68. Für die Breite sind es die 10 Meter, die wir einsetzen. Und 2g ist sowieso klar. Und damit kommen wir in der konkreten Aufgabe zu einer Überfallhöhe von 0,74 Meter. Also, dieses HÜ hier, das dort nochmal einzuzeichnen, beträgt 0,74 Meter.